Dann haben wir das jetzt gemacht. Dann machen wir nächste Runde und hoffen mal, dass unsere Popularität wieder wächst. Aus welchem Grund auch immer. Ey, du, wir haben zwei Legislaturen. Ab sofort kann uns das egal sein. Nee. Ja, doch. Ist das unsere erste noch? Wir sind, das ist Nee, unsere aber zweite wir haben. Legislatur. Nee, aber wir sind ja Bundeskanzler, wir sind nicht Bundespräsident. Das meine ich gar nicht. Aber wir sind ja quasi alle der Bundestag. Ja. Und dann haben wir zwei Legislaturen weg und damit sind unsere Versorgungssachen Ach so. auch ein bisschen sicher. Also Darauf. insofern, Darauf ab spielst du jetzt an. Alles klar. musst du einmal wiedergewählt werden. Okay, dann machen wir nächste Runde. Und wir haben wieder ein Dilemma. Juhu, Vorsicht, neue Situation. Bürokratie steigt, aber so schlimm ist es noch nicht. Die Abteilung für Sozialbetrug ist da ausschlaggebend. Oh, und wir haben wieder ein Angebot des Koalitionspartners. Gespannt. Ja, ich nicht. Es liegt ein Angebot der Koalitionspartner vor. Wenn Sie es annehmen, erhalten Sie im Gegenzug politisches Kapital, das Sie sehr gut gebrauchen können. Ja, no shit. Steckt gar Vorschlag nicht. Einkommenssteuer ablehnen. Ist das wieder dieses, das, was wir das letzte Mal schon hatten, wo wir zwischendurch gespeichert hatten und wir haben die Einkommenssteuer dann abgeschafft? Ja, nee, das war nicht die Einkommensteuer, es war irgendwas anderes. Es war nicht Ach, so was Eigentumssteuer. Krasses. Ja, genau, aber jetzt ist die Einkommensteuer, die uns 80 Milliarden Stopp. bringt oder sowas. Nee, warte, es ist anders. Es ist die Eigentumssteuer, habe ich gerade gesehen. Also. Eigentumssteuer. Entschuldigung, ich habe jetzt wirklich, das war, okay, es ist Eigentumssteuer. Trotzdem, Eigentumssteuer ist das hier. Eigentumssteuer. Gut, die bringt uns knapp 10 Milliarden. Das heißt, die wollen sie abgeschafft haben. Ja, und wir haben momentan einen Überschuss von 6,992. Ich gehe davon aus, dass wir im Laufe dieser Krise ins Minus rutschen werden an der Stelle. Aber das hätte ich gerne so weit wie möglich nach hinten verschoben, diese Situation. Ja, ich möchte auch nicht die, also ich finde das auch generell einen guten Regelmechanismus. Also hier Eigentumssteuer. Als nächstes erzählst du noch, dass Eigentum verpflichtet. So weit wäre ich nicht gegangen, aber ich freue mich, dass du es erwähnst. Wir hatten einen Plan. Also, wir machen das nicht hier. Ich möchte ja einen Knopf haben, der Angebot ablehnen heißt. Ja, und um das Dilemma kümmern wir uns gleich. Aber wir hatten einen Plan. Wir haben 15 und ich fürchte, wir können war es öffentlicher Dienst? Nee, es war nicht öffentlicher Dienst, es war Wirtschaft, genau. Nee, war es Wirtschaft? Ja, Subventionen für den ländlichen Raum. Wir können uns so gerade nicht die Subventionen für vertikale Landwirtschaft leisten. Wir können uns aber Subventionen für den ländlichen Raum leisten. Na, dann nehmen wir doch das. Tja, dann nehmen wir doch das. Aber bitte auf einem wirklich niedrigen Niveau erstmal. Okay. Bei Kosten. Was denn so? 2,4? Weniger? Eine? Ja. Also nicht 2,4, 1,4 wollte ich machen. Eine? Ja. Steigert das BIP um 0,7%, immerhin. Kfz-Nutzung wird 0,1%. Schienennutzung geht auch ein klein wenig hoch, aber Landwirte finden es großartig. Gleichberechtigung steigt. Arbeitslosigkeit sinkt um 2,1%. Das ist echt gut. Und geringes Einkommen findet super. Ja, Also ich dann. find das auch gut, aber wir haben gerade nicht so viel Geld, was wir da reinbuttern können. Okay. Also wirklich nur eine. Gut. Dann sind wir bei zwei. Und wie sieht's denn hier aus? Die Weltwirtschaft kommt wieder ein bisschen. Unser BIP ist relativ gleich geblieben. Also, hui. Ich traue dem Braten ja auch noch nicht. Ich Ja. befürchte, dass die Weltwirtschaft auch nicht wieder krass hochgehen wird, sondern dass das eher auf so einem mittleren Niveau immer so ein bisschen schwanken wird. Ja, so, oder aus so einem niedrigen macht sie jetzt so wieder ein klein wenig runter, wieder ein klein wenig hoch oder sowas. Oder irgend so ein Kram, ne?
Okay, wir haben ein Dilemma. Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare. Momentan wird ein Gerichtsfall breit in der Öffentlichkeit diskutiert. Es handelt sich um ein gleichgeschlechtliches Paar, das behauptet, diskriminiert zu werden, da sie bereits sehr lange darauf warten, ein Kind zu adoptieren. Sie müssen in dieser Debatte nun wirklich Stellung nehmen. Möglichkeit 1: Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare unterstützen. Es bricht einem das Herz, dass ein Liebespaar in seinem verzweifelten Wunsch, ein Kind zu adoptieren, durch den öffentlichen Dienst derart diskriminiert wird. Wir sollten gesetzlich festlegen, dass homosexuelle Paare von den Adoptionsbehörden die gleiche Behandlung erhalten wie heterosexuelle Paare. Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare ablehnen. Der wichtigste Punkt hier ist öffentlich, das Wohlbefinden des, ist offensichtlich, ist öffentlich. Noch einen Schluck Wasser trinken, Moment. Der Konntest du heute nicht so lang machen? wichtigste Punkt hier ist offensichtlich das Wohlbefinden des Kindes und nicht das Sammeln von Fleißpunkten bei politischen Interessenverbänden oder Bewegungen. Es ist eine Tatsache, dass ein Kind im Idealfall Mutter und Vater hat. Demnach ist es völlig logisch, dass die Adoptionsbehörden heterosexuelle Paare bevorzugen. Das ist schon wieder so eine Argumentation. Da stellen sich so diese Härchen hier auf der auf dem Arm, die stellen sich so, oder eigentlich fast schon im Nacken, die stellen sich auf. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir das lange diskutieren müssen. Ich würde gerne einfach eins sagen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ja, ich würde auch einfach eins sagen. Also, ist ja. Also schlussendlich ist es doch so, dass die Kinder und die Paare zusammenpassen müssen. Da ist ein relativ langer Prozess des Kennenlernens, ein langer Prozess der Prüfung der Paare. Also ich weiß das, weil Freunde von mir das mitgemacht haben. Okay. Und wer das bis dahin schafft und als Paar irgendwie auch diesen Adoptionsprozess und diesen Auswahlprozess und all das mitzumachen, sich gut mit den Kindern versteht. Die Kids sagen, jo, dich finde ich gut. Da mach ich, würde ich, wüsste ich nicht, warum wir da einen Unterschied zwischen gleichgeschlechtlichen und nicht gleichgeschlechtlichen Paaren machen sollten, weil schlussendlich geht es um die Beziehung, die man zueinander hat. Und wenn das Argument ist, es braucht weibliche und männliche und diverse Bezugspersonen, Ja. es braucht ja auch, wie dieser alte Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen und so. Das geht jetzt hier natürlich, da denke ich jetzt schon wieder drei Ecken zu weit, aber für mich ist es ganz klar die Eins, weil es für mich keine Rolle spielt, welches Geschlecht die jeweiligen Menschen haben, die die Sorge und die Wegbegleitung für Kinder annehmen. Ja, genau. Und Xerxes hat natürlich rein politisch in diesem Spiel total recht. Das ist etwas, was die Konservativen nicht gut finden, was die Religiösen nicht gut finden werden und wird genau zu den Sachen führen, wo wir uns ja auch in dem Spiel, gerade jetzt auch in dieser Runde, immer so ein bisschen gescheut haben, zu sagen, wir greifen zu sehr in diese gesellschaftlichen Themen ein, weil das immer dazu führt, dass sich irgendwer tierisch aufregt und schlimmstenfalls sich noch Terrorgruppen bilden. Das kann jetzt hier passieren. Möglich, aber damit musst, das sind halt die Sachen, mit denen musst du dann halt leben. Das eine ist, keine Gesetze zu verabschieden, weil man nicht weiß, wie man es ausdifferenzieren soll. Oder jetzt, wie hier, wir haben ein Dilemma, wir müssen uns entscheiden. Ja, und wir sollen ja auch nur Position beziehen. Es geht ja noch nicht mal darum, dass wir gesetzlich irgendwas regeln, sondern wir als Regierungschef oder Chefin sollen Position beziehen und entweder ablehnen oder unterstützen. Es geht noch gar, wir sind noch gar nicht im Gesetzgebungsprozess bei diesem Dilemma. Also von daher wäre ich auch sofort bei 1. Und das finde ich übrigens im Wording von dem zweiten auch nochmal ganz interessant. Das eine ist, dass wir dieses Adoptionsrecht unterstützen. Und dann steht bei der Adoption, bei Ablehnen steht unten dran, dass die Adoptionsbehörden heterosexuelle Paare bevorzugen. Ja, gibt es eine Grundlage, warum sie, also ist das quasi eine Vorgabe, dass heterosexuelle Paare bevorzugt werden? Ist es der die jeweilige Sachbearbeiterin?
Also bevorzugen ist so für mich nicht griffig. Was bedeutet das denn im Sinne des Rechtsweges? Und eine Adoption ist ja auch irgendwie, deswegen heißt es Adoptionsrecht, ist ja auch ein Verfahren, ist ein Prozess und ist rechtlich abgesichert. Was ist also hier gemeint mit bevorzugen? Also entweder du willst das Adoptionsrecht durch gleichgeschlechtliche Paare nicht oder du bevorzugst heterosexuelle. Das, für mich ist das nicht exakt dasselbe. Ja, das ist doch so ein, das ist doch so ein Zermürbungskrieg, wo so, ne? Ja, ja, also homosexuelle Paare dürfen bestimmt auch adoptieren, aber die prüfen wir erstmal ganz gründlich, damit auf keinen Fall das Wohlbefinden des Kindes in Gefahr ist. Oder, weißt du, so, das steckt dahinter. Es ist so, ja, ja, dürft ihr schon, aber klappt in der Realität nie, haha. So ungefähr. So klingt das und schmeckt das für mich irgendwie. Ich mache jetzt auch eins. Also, und wir werden darauf hingewiesen, und die Religiösen haben eine Terrorgruppe, oder? Also, da wir machen das jetzt, was den Religiösen nicht gefallen wird. Und dann gucken wir mal an, ob da tatsächlich Terrorgefahr ausgeht. So, Religiöse find's doof. Liberale und Eltern find's gut. Das ist schön. Wir haben noch keine, also wir sind sicherheitseffizient, ist adäquat. Bedrohungsanalyse sagt uns, wir haben hier noch nichts. Also ja, okay, Engel der himmlischen Gerechtigkeit hat 47 Mitglieder, aber da gibt es noch keine Bedrohungs, also nein, ist noch nicht schlimm. Ja, und The Real Panzer macht einen exzellenten Punkt, an den habe ich eben auch gedacht, sagt nämlich zwei, also die zweite Möglichkeit, wenn es immer nur um das Kindeswohl geht, dann wäre das ja also auch ein Statement gegen Scheidungen, weil das ist ja auch nicht gut fürs Kind, also. Und Fokker schreibt doch gerade, also ganz übrigens danke auch nochmal im Chat für die Geschichten, für die Einschätzungen und eure Erfahrungen auch. Und Fockaffe macht gerade einen Punkt, da weiß ich nicht tatsächlich auch, wie der aktuelle Rechtsrahmen ist. Ich weiß, dass es schwierig ist. Also Fockaffe beschreibt, dass nur eines der Elternteile das Kind adoptieren kann. Und der zweite muss dann eine Stiefkindadoption vornehmen, was auch wieder ein ganz schöner Verwaltungsakt ist. Ich erinnere mich daran, dass es genau darüber vor ein paar Jahren größere Debatten gab, wie man das irgendwie besser regeln kann. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, ob das tatsächlich in der Zwischenzeit nochmal besser geregelt wurde oder ob das mit zu den Sachen gehört, die quasi noch unter den Policy-Vorschlägen in der Schublade liegen. Tja, ich weiß es auch nicht. Ich würde mal so ein bisschen hier gucken. Also nicht konkurrenzfähige Wirtschaft geht ein ganz klein wenig runter. Unternehmensflucht überhaupt nicht. Umweltproteste gehen zurück und Atemwegserkrankungen sind auf dem abfallenden Ast und die Umwelt geht einfach mal ab wie Sau. Das ist doch super. Unsere Popularität erholt sich wieder. Ja, Mensch. Und, auch ganz spannend. Wir haben ja gerade die Milliarde ausgegeben für diesen Entwicklungsbereich. Und trotzdem ist unser Überschuss gerade nicht merklich gefallen. Ja. Also die Milliarde ist es dann schlussendlich, aber viel mehr ist auch noch. Mal gucken, wie es in der nächsten Runde ist. Merke ich gerade. Meine Argumentation hinkt. Wir müssen ja erst in die nächste Runde kommen. Genau. Das machen wir jetzt. Und wir haben wieder ein Dilemma. Wir haben ein neues Angebot eines Koalitionspartners. Es ist wieder so gut. Erbschaftssteuer ablehnen. Die kündigen uns irgendwann noch die Koalition auf. Wir müssen aufpassen. Erbschaftssteuer. Wo haben wir denn die Erbschaft? Da haben wir die Erbschaftssteuer. Krass. Das ist weniger, als ich dachte. Ja, ist viel weniger, als ich dachte. Das Nervige, hier siehst du das auch nochmal, das Nervige ist schon wieder, dass wenn wir die Erbschaftssteuer jetzt anheben, würden wir die Normalverdienenden, die genau überall schön an den Grenzen hängen, voll mit erwischen. Und die erwischen wir deswegen auch überall mit.
Ja. Immer wenn wir sozusagen an die hohen Einkommen, an die hohen Vermögen rangehen, sind die Normalverdienenden mit dabei und alles, was wir an Sozialleistungen machen, betrifft die natürlich dann schon wieder gar nicht mehr, weil sie Ja. dafür zu viel verdienen. Ja, aber ich möchte die Erbschaftssteuer nicht abschaffen und unser Überschuss ist gestiegen, weil. Nee, die Weltwirtschaft ist sie nicht signifikant gestiegen. Sie ist gleich geblieben, unser BIP ist gleich geblieben und unser Überschuss ist ein klein wenig hochgegangen. Und ich glaube, ja, wir sind die Atemwegserkrankungen los. Okay, das ist auch nochmal ein Punkt. Aber ja, unsere Umwelt ist. Das ist super. So, jetzt haben wir 12 und wir können das zweite, was wir einführen wollten, jetzt nicht einführen. Da müssen wir was anderes nehmen. Wie sieht es denn hier aus? Wir kriegen im Moment 10 pro Runde. Unser Maximum ist wieder 20. Wir könnten irgendwas nachjustieren, sage ich jetzt mal. Also irgendwo ein kleines Rädchen drehen. Haben wir noch unsere Produktivitätsgeheimwaffen irgendwo? Unsere Produktivitätsgeheimwaffen. Produktivität steigt weiter an. Naja, wir können das Kinderbetreuungsgeld erhöhen. Aber ansonsten, was sich auf die Produktivität auswirkt, habe ich jetzt gerade nicht. Also bei den neuen Policies meinst du? Aber ich glaube, da war nichts großartig, ne? Ah, müssen wir mal durchgehen. Also will ich nicht unbedingt sagen, dass da nichts, dass ich da jetzt nichts finden lassen würde. Wir können halt, also was mir noch so ein bisschen, ich will mal gerade bei den Autos gucken. Verkehrsstaus sind ein bisschen runtergegangen. Kfz-Nutzung, ach, geht wieder ein kleines bisschen hoch. Ich hätte jetzt bei Transport geguckt, ob wir hier oben nochmal irgendwie sowas machen können. Buszuschüsse oder Initiative für Elektroautos. Ich glaube, die Telearbeitsinitiative haben wir am Anschlag. Wir könnten Emissionsbeschränkungen. Na, Telearbeitsinitiative ist im Maximum. Initiative für Elektroautos. Ach so, genau, das ist, die hatten wir runtergestellt, das stimmt. Und hier oben Verbot von Autos mit hohem Treibstoffverbrauch. Da könnten wir eigentlich doch ein bisschen drehen, Da oder? könnten wir dran drehen, da. Kostet, das sind drei politisches Kapital, da würde ich tatsächlich mal bis zu diesem ersten Dings gehen. So. Dann sind wir, ja, Kfz-Nutzung. Oh, geht. Kfz-Nutzung, die Reduktion geht zurück, interessant. Und Ölbedarf, verstehe ich nicht. Ach so, ja, doch, 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 verstehe ich. Alles klar. Ist nur eine kleine Änderung, aber wir geben dafür ja auch nicht wirklich viel Geld aus. Ein bisschen mehr Umstellung auf Elektroautos gibt es. Umwelt geht es nochmal ein bisschen besser, aber ja, so eine kleine. Es bringt eigentlich kaum was hier. Also da würde ich nicht rangehen, weil es kaum einen Effekt hat auf irgendwas. Ich würde noch mal kurz in den Chat gucken wollen, Ja. mit dir zusammen. Und zwar haben einerseits hat FogAffe gerade noch mal wegen der Adoptionsrechte geguckt. Beide Elternteile können adoptieren. Seit 2017. Erstmal danke fürs Gucken in die Runde. Torben, willkommen aus der Gemeinderatssitzung. Ich bin mir nicht sicher, ob du was Wichtiges verpasst hast, aber natürlich hast du was verpasst. Unter anderem hat André auch erzählt, wen er demnächst so bei Kurz und Ausführlich zu Gast haben wird, aber das vielleicht erzählt er das später nochmal. Bestimmt. Und Xaraxis hat einerseits vorgeschlagen, nochmal die Universitätszuschüsse anzuschauen. Und das andere ist ein Praxistipp. Er sagt, ihr könnt die Grafik übrigens auch nach Wert filtern. Dann wird euch angezeigt, wie stark die Regler eingestellt sind. Oh, Jetzt. hier oben Value.
irgendwie ist jeder Versuch von uns mit anderen Gewichtungen so ein bisschen gescheitert. Wir sind immer wieder zu dieser anderen, zu diesem anderen Bereich zurückgekommen. Weil beispielsweise Einfluss macht es halt überhaupt nicht einfacher, weil GDP so einen riesigen Einfluss auf alles hat. Politische Popularität ist so, ja, weiß ich nicht. Finanzen ist halt auch so, hier Einkommensteuer und Rente. Gewichtet ist dann das, was wir haben. Aber wenn wir auf Value gehen, das ist aber spannend, wie groß unsere Regler sind, also wie viel wir ausrichten können. Das heißt, das ist eine nette Option. Hier kann man also mit wenig politischem Kapital viel bewegen, quasi. Habe ich das richtig verstanden? Da würde ich ja mal hier gucken. Verbraucherschutzbehörde haben wir fast quasi am Anschlag. Aber Universitätszuschüsse habe ich irgendwo gelesen. Genau, Universität bei Xerxes hat das nochmal gesagt. Universitätszuschüsse. Da sind wir Zuschuss für alle. Ja, da möchte ich eigentlich nicht, also großzügige Zuschüsse, da möchte ich jetzt eigentlich noch nicht wieder hingehen, weil, okay, es sind nur 700 Millionen, ne? Oder was heißt nur, es sind 700 Millionen, die wir da drauf legen. Bildung geht hoch. Es tut halt gerade nicht Not. Also ich glaube, wir finden andere Sachen, um ähnliche Bereiche abzudecken. Also wenn wir sagen, wir gehen in Technologie und wir gehen in Bildung. Mhm. Da wäre die Frage, ob wir entweder hier genau dieses Anpassungsding nochmal machen, irgendwo nochmal ein bisschen mehr Geld. Bei der Uni hatte ich halt den Eindruck, wir versenken da eine Milliarde und kriegen aber eigentlich so an handfesten Sachen nicht viel zurück. Wie im echten Leben. nicht staatliche Schulen. Wo, ich hatte es doch gerade. Vor lauter, da war es, genau. Naja, also, wir geben 700 oder sagen wir knapp 800 Millionen aus. Wir kriegen für 800 Millionen eine Verbesserung der Arbeitslosigkeit von minus 16 auf minus 21. Das ist krass. Also alleine das finde ich schon krass. Und die Bildung steigt auch ganz schön heftig an. Aber lass uns mal parallel gucken, wie denn unsere Arbeitslosigkeit momentan ist. Ja, sehr gerne. Das kann ich in diesem... Wissen wir, wie viel 21% jetzt tatsächlich sind? So, wieder Arbeitslosigkeit. Das ist... Verkehrt rum nach... Achso, hier sind Universitätszuschüsse. Das heißt, genau daran... Wie sich das mit den Werten überträgt? Also das sind dann... Also wir haben schon eine relativ hohe Arbeitslosigkeit. Also mal gerade so einen Batzen reinzugeben, ist natürlich nicht schlecht. Ne? Also, Wir wissen aber nicht, wer arbeitslos ist. Das ist genau wieder diese gleiche Logik von wegen, ich baue in diesem Industrieumbau. Natürlich ist das nachvollziehbar. Ich verstehe diese politische Logik. Ich fange den Satz nochmal an. Ich verstehe die politische Logik zu sagen, oh, hier verlieren wir Arbeitsplätze, das ist jetzt schlecht. Aber guck, da kommen jetzt ganz viele neue dazu. Und wir wissen nicht, wer diese Menschen sind, die hier arbeitslos sind. Sind es Leute, die Universitätsausbildung haben. Also selbst unsere Waldaufforstungsgeschichten haben ja die Arbeitslosigkeit super gesenkt. Ja. Also ich würde halt gerne, wenn wir solche Dinge adressieren, sie möglichst breit adressieren. Mhm. Damit dann nicht nur die AkademikerInnen nicht mehr arbeitslos sind, sondern wir das vielleicht ein bisschen breiter machen. Und deswegen würde ich gerne einfach das Geld gut verteilen. Mhm.